Name ist Jens Kobmann und ich leite bei der Stadt Osnabrück das Städtepartnerschaftsbüro. Die Stadt Osnabrück pflegt seit über 50 Jahren Städtepartnerschaften und Freundschaften mit Städten in aller Welt. Und darauf sind wir sehr stolz, weil wir nämlich sehr aktive Beziehungen haben. Und etwas ganz Besonderes gibt es in Osnabrück, nämlich deutschlandweit einmalig den Städtebotschafteraustausch mit jungen Menschen aus unseren 5 Partnerstädten. Dazu gibt es jetzt mehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und kommen Sie mit auf eine interessante Reise. Hallo! Hallo, mein Name ist Estrella Santolo, ich bin 24 Jahre alt und ich habe in Çanakkale Deutsch auf Lehramt studiert. Für dieses Jahr bin ich die Städtebotschafterin aus Çanakkale in Osnabrück. Hallo zusammen, ich bin Esme Nüfelstein, ich bin 23 Jahre alt und habe Psychologie studiert. Ich kümmere mich als Städtebotschafterin für ein Jahr um die Beziehungen zwischen Haarlem und Osnabrück. Guten Tag. Ich heiße Charles Stevens und ich bin der Städtebotschafter auf Davi für dieses Jahr. Ich bin 21 Jahre alt und ich habe in unserer französischen Partnerstadt Angers Fremdsprache studiert. Hallo zusammen, mein Name ist Estelle Vitou und ich bin 23 Jahre alt. Dieses Jahr vertrete ich die französische Stadt Angers als Städtebotschafterin in Osnabrück. Ich habe Fremdsprachen studiert und ich habe auch einen Master in Tourismus absolviert. Guten Tag, mein Name ist Valeria Eskina und ich bin die Städtebotschafterin aus Twer in Osnabrück. Ich habe an der Staatlichen Universität Twer an der Fakultät für Fremdsprachen studiert und bin Sprachlehrerin vom Beruf. Neben den Partnerschaftsverträgen mit Haarlem, Angers, Derby, Çanakkale, Twer, Greifswald und Villarreal hat Osnabrück auch Freundschaftsverträge mit Gmünd, Evansville, Kwangyong und Effei. Nur mit 5 Partnerstädten findet jedes Jahr ein Städtebotschafteraustausch statt. Also sind wir hier im Städtepartnerschaftsbüro 5 Städtebotschafter. Osnabrück ist die einzige Stadt in Deutschland, die einen Städtebotschafteraustausch hat. Als Städtebotschafter haben wir viele gemeinsame, aber auch einzelne Projekte mit unseren Städten. Wir organisieren zum Beispiel Begegnungsabende, wie zum Beispiel den Deutschen Politischen Begegnungsabend. Wir organisieren auch Bürgerreisen in unsere Städte und auch unterrichten wir in vielen Schulen und Universitäten über unsere Tätigkeiten. Wir veranstalten auch Jugendaustausche, begleiten Empfänge von Gästen aus den Partnerstädten und übersetzen offizielle Anfragen. Als ein besonderes Highlight darf auch jeder von uns einen Tag lang das Bühnenprogramm im Europadorf auf der Maiwoche, Osnabrücks größtem Stadtfest, mit Musik oder mit Akteuren aus der Partnerstadt gestalten. Çanakkale ist seit 2004 eine der Partnerstädte von Osnabrück. Sie liegt in der geografischen Region Marmara und ist auf 2 Kontinente aufgeteilt. Die Geschichte vom trojanischen Pferd kommt aus dieser Region. Angers ist seit 1964 einem der ersten Partnerschaften von Osnabrück und mit Haarlem haben die 3 Städte eine intensive Dreierpartnerschaft. Angers liegt im Nordwesten von Frankreich und ist von Paris 1,5 Stunden mit dem Zug entfernt. Die Stadt ist berühmt für seinen Likör Cointreau, seine blaue Schokolade Clermont d'Ardoise und seine jährliche Fest Les Accroche-Cœurs. Haarlem ist seit 1961 eine Partnerstadt von Osnabrück, damit auch die älteste Partnerstadt. Haarlem ist eine dynamische und praktisch gelegene Stadt im Westen der Niederlande und hat 160.000 Einwohner. Die Stadt am Spaner Fluss ist unter anderem bekannt für Europas ältestes Museum, die beste Einkaufsstraße der Niederlande, Bierbrauerei Jopen und Innenhofen. Unsere 40-jährige Partnerschaft mit Davi hat im Jahr 1976 begonnen. Die Stadt liegt in der Mitte von England in der Nähe von großen Städten wie Birmingham, Nottingham und Liverpool. Die Stadt hat ca. 250.000 Einwohner und hat eine große Rolle gespielt während der industriellen Revolution. Die Stadt ist heute berühmt für seine guten Schulen und sein Bierfest. Twer und Osnabrück sind Partnerstädte seit 1991. Twer ist eine altertümliche russische Stadt mit einer bedeutenden Geschichte. Twer liegt an der Wolga und hat 450.000 Einwohner. In Twer gibt es 3 große staatliche Universitäten und 2 Akademien. Osnabrück ist eine sehr schöne Stadt
wo es uns geglückt ist, als Städtebotschafter für ein Jahr zu arbeiten. Da der Westfälische Frieden in 1648 hier im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses unterschrieben wurde, ist Osnabrück als Friedensstadt bekannt. Mit 165.000 Einwohnern gehört Osnabrück zu den vier größten Städten Niedersachsens. Osnabrück ist eine Studentenstadt und hat eine Universität und eine Hochschule. Zu den berühmtesten Persönlichkeiten Osnabrücks gehören der Jurist Justus Möser, der Schriftsteller Erich Maria Remarque und der Künstler Felix Nussbaum. Die Stadt bietet viele Möglichkeiten, um auszugehen, wie Cafés, Restaurants und Konzerte. Robin Schulz, der weltberühmte DJ, kommt aus Osnabrück. Wenn du zwischen 18 und 30 Jahre alt bist, internationale Beziehungen magst und neue Ideen für Projekte hast, kannst du dich als Städtebotschafter oder Städtebotschafterin bewerben. Diese einzigartige Erfahrung wird dir viele Vorteile verschaffen. Tatsächlich wirst du ausländische Leute kennenlernen und die deutsche Kultur entdecken. Mit einem Städtepartnerschaftsteam wirst du das Tag- und Nachtleben von Osnabrück genießen. Ein ganzes Jahr in Deutschland ist auch eine gute Gelegenheit, die deutsche Sprache zu verbessern und deine Heimatstadt zu vertreten. Hallo, mein Name ist Claudia Ruschmeier vom Städtepartnerschaftsbüro. Osnabrück und Münster, die Städte des Westfälischen Friedens, wurden 2015 mit dem Europäischen Kulturerbesiegel ausgezeichnet. Bei der Entscheidung der Europäischen Kommission spielte das bundesweit einmalige Konzept der Städtebotschafter aus den Partnerstädten eine besondere Rolle. Dieser einjährige Austausch trägt dazu bei, das Bewusstsein junger Menschen für die europäische Identität zu stärken und die Kultur und Menschen kennenzulernen. Wir hoffen, dass Ihnen unsere kleine Reise Spaß gemacht hat und dass Sie Interesse bekommen haben am Städtebotschafteraustausch. Wenn Sie auch als Städtebotschafter mal Osnabrück in den Partnerstädten vertreten möchten oder aus den Partnerstädten nach Osnabrück kommen möchten, bewerben Sie sich bitte gerne. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, schauen Sie mal rein auf Facebook oder im Internet oder kommen Sie direkt zu uns ins Büro. Herzlichen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.